Hallo und herzlich willkommen. Und sofort nach dem Intro geht's los. Rarität, den bekommt bei weitem nicht jeder, ein echter VIP-Pass. Naja, auch wenn du ihn jetzt hast, nützt dir gar nichts. Ist das? Das ist doch! Cloud, lass uns sofort zum Honig... Grüß den alten Ausstatter. Beim Honigbienen kommt man damit quasi kostenlos rein, oder was ist das? Aha. Seine Inspiration sind also die Mädels im Honighaus. Kann man jetzt eigentlich bei dem... Ich würde gerne dieses Lied kaufen. Und wonach suchst du? Kann ich das Lied kaufen? Hab ich schon, okay. Ja, ansonsten, der Rest ist unwichtig. Dann geht's jetzt ab zum Ausstatter. Und jetzt macht er uns hoffentlich ein Kleid gleich. Wenn ich einen Weg finde dahin, ne? Da muss er zwei Kleider bauen. Für die, die das noch nicht kennen, der muss ja gleich zwei Kleider machen, der Ausstatter. Boah, der ist wieder falsch gelaufen. Wir müssen jetzt hier hochrennen, oder was? Ja, wir versuchen es mal. Wo bleibe ich jetzt hängen? Hier? Bei der Kiste. Ja. Alter, ich bin so froh, wenn das hier, wenn ich das hinter mir habe. Das Rumgeirre hier. Wenn ich das weg habe. Ich weiß. Wenn man ein richtiges Navi hätte mal, ne? Also muss ich jetzt hier hoch, dann muss ich jetzt hier durch, dann muss ich da hinten rum, ne? So hier. Genau. Dann haben wir. Jetzt müssen wir. Nach da unten. Also gehen wir jetzt hier links runter. Sind wir jetzt hier schon richtig? Ja, ne? Ja. So, dann gehen wir hier einfach gerade durch. Da ist der. Dann gehen wir nach links. So, genau. Und jetzt geht's Richtung Don hoch. Und da ist jetzt irgendwo leicht links der... War das hier? Ne, da hinten. Da hinten. Warte mal. Hier oben, ne? Hier oben muss ich rein, oder? Ja, genau. Ne, das ist er noch nicht. Boah, vorbeigerannt, ich krieg die Türe nicht zu, ne? Hä? Ach komm, ey! Mann, andere Seite! Mann! Wie komme ich jetzt da ran? Da muss jetzt. War das hier drinnen? Nee. Boah. Ey, nerv mich nicht, ne? Ich muss jetzt hier rüber. So. Und dann muss ich doch hier irgendwie rüberkommen. Hier links hoch. Muss ich jetzt durch das Haus durch, oder was? Ach ja. Genau, das ist ja die Bar. Hier hinten sitzt er doch. Ist er da drinnen? Ach, da war hier auf dem Klo, ne? War der das? Nee. Ach, hier ist der andere, dem schlecht ging. Ja, genau. Da ist erstmal der andere, dem schlecht ging. Der fraß vom Imbiss. Den heilen wir erstmal. War der etwa vergiftet? Ich habe ein Mittel dabei. Lass mal sehen. Genau, jetzt haben wir den. Und jetzt rein theoretisch. Wie war denn das jetzt? Das räumt ja mal den Magen auf. Nimm dies bitte. Als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Den habe ich gar nicht mehr gedacht, ja, das stimmt. Ups, aber ich glaube jetzt, schnell, geh besser raus! Okay. Und jetzt ist aber hier drin auch irgendwo der Handausschalter, da muss er sitzen. Da, ich da! Ich hoffe, du kommst wieder gut nach oben. Dann haben wir gleich mal mehrere Sachen abgeschlossen. Es ist soweit! Wer bist du? Nicht mein Sohn, oder? Wir haben... das Ding zurückgeholt. Das Ding. Oh, wahrhaftig, das ist sie. Meine Inspiration. Sag mal, das ist doch... also... ganz genau. Tag aus, Tag ein. Habe ich den Mädels schöne Kleider geschenkt, bis ich ihn endlich bekommen habe. Den heiß begehrten VIP-Pass für das Honigtöpfchen. Ich wusste es! Jetzt gilt es, keine Zeit mehr zu verschwenden. Wartet nur, meine Bienchen, ich komme.
Ich muss zurück zum Laden Geschenke aussuchen. Da torkelt. Und ich begleite dich, alter Mann! Der schreit so, ne? Das sieht gar nicht so aus. So. Atemlos durch die Nacht haben wir abgeschlossen, ne? Jetzt gehen wir nach draußen und jetzt können wir ganz in Ruhe die Kleider holen. Genau, also hier rechts. Und dann ist es gleich hier links. Ja moin, da ist der Verkäufer. Danke, dass du ihn wieder hergebracht hast. Ich vermute, das war ziemlich nervtötend. Hier, deine Belohnung. Macht jetzt ein Äther. Naja, ein Äther ist jetzt nicht doll. Jetzt gehen die Recherchen über den Wallmarkt in die entscheidende Phase. Die Arbeit ist getan. Ich brauche ein Kleid für Aerith. Ich verstehe, wie du dich fühlst. In unbekannte Welten vorzustoßen, ist für jedermann beängstigend. Hä? Jammer, schade, dass wir nicht zusammengehen können. Aber hier werde ich, als Experte in Sachen Wallmarkt, mich mit vollem Einsatz der Erforschung jener Inspiration widmen. Auch um deinetwillen, Cloud. Du kannst dich voll und ganz auf mich verlassen. Ich komme, mein Honigtöpfchen! Wir kommen, Mädels! Alter schützt vor Torheit nicht. Wohl wahr, in der Tat. Das wäre erledigt. Ich sollte langsam zurück. So, aber das Kleid. Das Kleid. Wir brauchen noch ein Kleid. Mein Vater ist ein großartiger Designer. Naja. Hä? Aber was denn nun? Das Glänzende da sieht aber auch gut aus. Wir brauchen nicht nur eins, wir brauchen zwei Kleider. Ja, komm. Was soll's, wir haben den erstmal hierher gebracht. Und jetzt müssen wir... Was ist das denn jetzt für eine Quest? Oh. Da gehen wir hier lang gleich. Das ist ja so... Jetzt gehen wir da rüber. Machen wir eben noch eine Quest. Was soll's. Hier rechts rum. Aha, beim Schokobomeister. Wie geht's, wie steht's? Schon mit dem Sündenpfuhl vertraut gemacht? Gefällt's dir hier? Sündenpfuhl. Hier erlebt man vieles zum ersten Mal. Für mich alles uninteressant. War's das mit Aufträgen? Nein, einen letzten Auftrag habe ich noch. Du willst doch tiefer da rausholen, oder? Ist das eine Drohung? Nicht wirklich. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Da erfährst du den Rest. Kolosseum, jetzt können wir nochmal kämpfen. Ein Körper wie Dynamit. Oh, wieder am anderen Ende der Stadt. Natürlich. Da komme ich ja wieder nicht hin, ey. Könnte man ja nicht irgendwie die Map, könnte man doch irgendwie... Warte mal, umschalten. Achso, hier. Naja, da oben haben wir so ein... Da haben wir eine Minimap zumindest. So. Und dann gehen wir... Hier gehen wir rechts, ne? Genau, so. Da geht's rein. Hey, nimm den Fahrstuhl, um zur Arena. Machen wir, Fahrstuhl geht los. Jetzt muss ich bestimmt nochmal alleine gegen das Haus kämpfen. Weil Aerith ist ja nicht dabei. Also können wir gleich mal den Schokobubble ausprobieren. Aber das Haus, da habe ich die Strategie doch vergessen. Da weiß ich nicht mehr, wie das geht, ne? Das kriege ich nochmal hin. Aber vielleicht gibt es nochmal einen speziellen, warte mal, einen ganz speziellen Kampf. Auf dich habe ich gewartet, Champion. Ich fühle mich auch gar nicht schlecht. Die Plätze sind restlos ausverkauft. Zeig der Meute, was unter... Okay, ich fühle mich jetzt gar nicht so schlecht vorbereitet hier für einen Kampf. Wir sind gleich gut ausgerüstet. Ich kann mal gucken, ob ich was klauen kann. Und jetzt anschnallen, wertes Publikum. Der unglaubliche Champ Cloud steigt wieder in den Ring. Na gut, zwei Feuerbälle. Das wird ein explosives Aufeinandertreffen. Die machen wir schnell weg, das geht fix. Wenn der heißeste Held der Saison auf seinen Gegner prallt, nicht minder heiße Vulkanbomber. Ja, da hauen wir ein bisschen Eis drauf, pass mal auf. Lassen wir es knallen in der Arena. Und jetzt, Ring frei. Ja, komm, mache. Oh, das ist aber, oh.
wir kurz mal erwähnt haben, dass es offenbar so aussieht, als hätte man hier gut zu tun mit denen. Magie. Feuer ist sinnlos, Engel ist sinnlos, Schlaf ist sinnlos. Ach, geil. Ja, dann gleich nochmal. Lebensenergiemäßig muss ich gleich mal gucken. 3 Energie. Machen wir den Mutangriff und dann machen wir beim nächsten den Limitschlag. Da hauen wir nämlich gleich mal den Kreuzschlag drauf. Da sind wir. Ach, guck mal, ja, der ist gleich tot, guck mal. Das war ja nicht schwer. Nö, das war nicht schwer. Er hat Öl in unsere schwelenden Erwartungen gekippt und unsere Begeisterung neu entflammt. Aber ich komme nicht raus. Das aufgeheizte Publikum ist kurz vorm Abheben. Ich hoffe, 350 Lebenspunkte ist ja nicht so doll, ne? War mir klar, dass du das packst. Hast du gut gemacht. Das ist dein Anteil. Hier, nimm. Und jetzt raus damit. Magiestab. Was ist mit Tifa? Ach, Tifa. Der Wildfang, an dem man sich genauso leicht die Finger verbrennen könnte wie an einem Vulkanbomber? Hey. Hatte nicht vor, dich aufs Glatteis zu führen. Hast allerdings trotzdem bewiesen, dass es dir ernst um das Wohlergehen des Mädchens ist. Das habe ich dir beim Kämpfen in der Arena nämlich angemerkt. Bist ja ein ganz Schneller. Und? Hilfst du mir oder nicht? Sehe ich so aus? Ich habe doch klar und deutlich gesagt, dass ich mir keinen Ärger einhandeln will. Aber mittlerweile bist du Manns genug, um den Karren auch ohne meine Hilfe aus dem Dreck zu ziehen und tiefer beizustehen. Ich finde die Stimme so cool, aber weißt du, von wem ist denn die Stimme? Entschlossener im Vergleich zu unserem ersten Treffen. Die kommen ja, das ist doch ein Synchronsprecher. Meine Aktion ist hiermit abgeschlossen. Aeris müsste eigentlich auch so langsam präsentierfähig sein. Hier ist noch ein Rat für den Weg. Lass eine Frau nie warten. Wenn du Pech hast, geht sie vor Wut hoch wie ein Bomber. Der Typ ist ein Synchronsprecher. Den irgendwoher sagt mir der, die Stimme was. So, hier können wir mal kurz speichern. So,